Die Nieren sind neben anderen Aufgaben das Klärwerk für unseren Organismus und filtern Tag für Tag rund 1500 Liter Blut. Dennoch wird ihre Bedeutung oft unterschätzt und es ranken sich viele Mythen um die Nieren. Deshalb sagen wir Ihnen heute, was ist richtig, was ist falsch, wenn es um Ihre Nieren geht. Mythos Nummer 1. Viel trinken hilft den Nieren. Kein Zweifel, viel trinken ist wichtig. Doch wer denkt, dass noch mehr trinken oder extra viel trinken den Nieren auch mehr hilft, der irrt. Denn dieser Mythos ist falsch. Ab einer Menge von rund 1,5 bis 2 Litern Flüssigkeit am Tag ist jede weitere Aufnahme eher kontraproduktiv. Und vor allem Herz- und Nierenkranke sollten nicht extra viel trinken, um die kranken Organe nicht zu überfordern. Als Grundregel gilt, Ihr Urin sollte leicht gelblich sein. Wenn er wasserklar ist, dann haben Sie zu viel getrunken. Ausnahme, Sie haben eine Blasenentzündung nach der nächsten oder Sie haben Nierensteine, dann kann viel trinken und klarer Urin sinnvoll sein. Mythos Nummer 2. Nieren müssen warm gehalten werden. Auch dieser Mythos ist falsch. Unsere Nieren liegen tief im Körperinneren, unterhalb des untersten Rippenpaars und sind von einer Fettkapsel umgeben. Und es ist praktisch unmöglich, dass die direkt auskühlen. Und der Nierengurt des Motorradfahrers beispielsweise wärmt viel mehr die Rückenmuskeln als die Nieren. Mythos Nummer 3. Zu viel Salz ist schlecht für die Nieren. Da ist es nicht ganz so einfach, denn dieser Mythos ist sowohl richtig als auch falsch. Einen direkten Zusammenhang zwischen salzhaltiger Ernährung und Nierenerkrankung gibt es nicht. Allerdings kann zu viel Salz Bluthochdruck fördern und der Hochdruck wiederum kann die Nierenfunktion schlechter machen. Muss aber nicht. Richtig ist, dass Nieren- und Hochdruckkranke sehr sparsam mit Salz umgehen sollten. Sie sollten eher auf frische Produkte zurückgreifen und möglichst Konserven und die Fertigpizza oder die Fertigprodukte aus der Kühltruhe vermeiden, denn da ist in der Regel viel Salz drin. Mythos Nummer 4. Röntgenkontrastmittel schädigen die Nieren. Auch dieser Mythos lässt sich nicht ganz eindeutig beantworten, denn auch er ist sowohl richtig als auch falsch. Für Gesunde sind Kontrastmittel, wie sie in der Röntgenabteilung verwendet werden, in der Regel ungefährlich. Anders ist es für Menschen mit Nierenerkrankungen. Für sie kann die Gabe von großen, und ich betone großen Mengen Kontrastmittel, sehr wohl schädlich sein. Aber diese Gefahr wird in der Regel erheblich überschätzt. Und der Nutzen aus einer guten Untersuchung mit Röntgenkontrastmittel überwiegt in der Regel das Risiko um ein Vielfaches. Also fragen Sie bitte Ihren behandelnden Arzt nach den möglichen Gefahren und dann können Sie der Untersuchung beruhigt entgegensehen. Grundsätzlich gilt, unsere Nieren sind lebenswichtige Organe und so sollten wir sie auch behandeln. Fragen Sie einfach Ihren Arzt nach Tipps zur Gesunderhaltung und wenn Sie noch mehr wissen wollen, dann unter www.aproposgesund.de.